君の言うつながりはこの程度のものだったんですか。ナルト君、君はさっきサスケ君にこう言ってたよね。いくら否定してもつながりを感じてる、ずっと切れずにつながってるって。そこまで強いつながりがこれでもう切れたって君は思ってるんですか。サイ、そんなことね。だったらまだ大丈夫だよね。え、まだサスケ君を連れ戻すことができる。それに今度は僕もいるし、二人より三人の方がいいよね。サイ、ゲイ。ありがとう。ここからだな。Normalerweise müsste man jetzt aber clever sein und dieses Versteck in Beschlag nehmen, dass er nie wieder zurückkehren kann. So, Sasuke war dumm, da war er. De, wir sind nicht aufgeben. Nimm was.のはずだ。こいつらの瞳と来たらどうだ。その瞳に力がある限り、お前たちは何事にもくじけず挑み続けるのだろうな。頼もしい奴らだ。いいだろう。ならばこれより先もお前たちは第7班として新たな任務についてもらう。次の任務に関しては追って連絡する。それまでは各自待機しておけ。わかりました。期待しているぞ。Wir haben es nicht geschafft. Das Wiedersehen. Fertig. Achtzehn Siegesanleitungen haben wir hier schon. Tja.Er sollte Sasuke eigentlich weitgehend in Ruhe lassen, bis er seinen Kampf gegen Itachi gewonnen hat. Und dann sollte er eigentlich bereit sein, hier zurückzukommen. Speichern. Das erste, was er sieht, ist, wie er sich vollgefressen hat.Nachricht! Ein Brief ist angekommen. Schön. Oh, anscheinend wurde eine weitere verfluchte Puppe gefunden. Ich muss sie in die Liste eintragen. So, jetzt werde ich die Kopie besiegen und dann ist diese Puppe eingesammelt. Ha, das war echt prima Nudeln. Ich hätte schon Lust, jetzt mal ein paar Puppen zu sammeln. Was sagt ihr dazu?Steckbrief. Sakura Haruno. Shimazu Versteck. Wald der leisen Bewegungen. Konoha Wald. Wald der leisen Bewegungen. Wald der leisen Bewegungen.
Weiter leisen Bewegungen, weiter leisen Bewegungen. Trainingsplatz, Orochimarus Versteck, Konoha-Wald, Windwüste, Windwüste, Windwüste. Konoha-Schnellweg. Okay, Trainingsplatz, befinden sich zwei Stück. Die werden wir doch mal besorgen gehen, würde ich sagen. Wir haben jetzt kein Team in der Art und Weise dabei, wa? Hallo? Endlich habe ich ein Exemplar von Flirt-Taktik. Du glaubst ja gar nicht, wie lange ich darauf gewartet habe. Es war, glaube ich, bestellt worden seit vor 1911 und 12. Ja. Da haben langsam die Spülungen die Haushalte besetzt. Ja, es war ein glorreiches Zeitalter. Ja. Meine Frau sollte lieber nichts davon erfahren, dass es jetzt Spülen in dem Haushalt gibt. Schließlich soll sie immer noch jeden Tag zum Brunnen laufen und dort die Teller waschen. Ich will sie mich nicht zu Hause haben. Das bleibt unter uns Männern, ja? Digi. So ist das da, okay. Hi. Hey, wenn du müde bist, gebe ich dir ein paar von meinen Chips ab. Aber nur ein paar! Das Leben steckt voller Überraschungen. Aber gebt einfach euer Bestes. Ich werde euch immer anfeuern. Immer. Immer. Okay. Creepy. Wie vielen Leuten kann ich denn jetzt speaken, Alter? Ich muss bald eine Freundin besuchen, aber die lebt in Sonagakure. Diese Reise macht mir ja nichts aus, aber die Sonne soll da brutal runterknallen. Und ich möchte mir eine hübsche, zarte Haut nicht verbrennen. Ja, auf jeden Fall. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass der kleine Schlingel Naruto wieder im Dorf zurückgekehrt ist. Hm? Das ist kalter Kaffee? Mach dich nicht lächerlich. Ich kenne immer den allerneuesten Tratsch. Auf jeden Fall. Verflixt. Mein Gutschein für Ichiraku Nudeln ist da runtergefallen. Ich könnte dich nicht reinlegen. Och Mann, du bist doof. Wir müssen aber noch die Tochter finden. Ah, nachdem Sunagakure jetzt abgehakt ist, kommt als nächstes Kusagakure oder? Du kommst echt viel rum. Und wohin gehst du dann? Nimm mich doch mit, wenn du genug Zeit hast. Hier, das wäre ein gutes Geschenk für Kiba. Kiba, nimm mir zu Nachschlagewerk. Ach komm schon, Naruto, meinst du das echt ernst? Wahnsinn, ich sollte das wohl annehmen. Bist du dir sicher? Sigidigi. Ich habe gehört, Sasuke sei echt stark geworden. Wir müssen noch härter trainieren, um ihn zu übertreffen. Hier, das wäre ein super Geschenk für Shinjo. Ninjutsu Schlachtwehr. Du bist die letzte Person, von der ich ein Geschenk erwartet hätte. Aber selbst wenn das irgendwas von der merkwürdigen Sorte ist, freue ich mich, etwas von dir zu bekommen. Yay! Hallo! Show-Promoter, hey du da drüben, kannst du mir wohl helfen? Dir helfen? Was redest du denn da? Ey Mann, guck nicht so verdattert. Wenn ich dich so ansehe, würde ich sagen, du bist ein Ninja. Und ein Ninja ist genau das, was ich jetzt brauche. Wenn das so wichtig ist, kann ich ja wohl nicht einfach weitergehen. Zuzuhören kann ja wohl nicht schaden. Haha, also ich leite einen Wanderzirkus und will damit versuchen, den ganzen Land Ninja-Kämpfe zu zeigen. Aber der Ninja, der in der Show auftreten sollte, ist plötzlich krank geworden und kann nicht mitkämpfen. Plötzlich krank geworden? Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Genau, auf dich, mein Guter. Willst du nicht als Auslöffel in meiner Show einspringen? Show-Promoter, nimm an einer Ninja-Show teil, die ein bestimmter Mann veranstalten möchte. Stell sicher, dass sie zu einem großen Erfolg wird. Zwei Diamanten? Machen wir mit. Haha, hört sich gut an, ich bin dabei. Haha, das ist toll. Also dann, komm bitte mit. Es wird Zeit, dass die Show beginnt. Let's get the party started, bitches! Hereinspaziert! Kommen Sie näher, kommen Sie rein, können Sie rausgucken.
Treten Sie näher, treten Sie näher. Hier werden Sie genauso verarscht wie da drüben auch. In wenigen Minuten beginnt hier ein wilder Wettkampf zwischen Ninja. Ein kolossaler, hochkarätiger Kampf erwartet euch. Einer der Teilnehmer ist dieser junge Ninja. Genau. Und da kommt der andere. Hallo. Moment mal, Naruto? Hä? Tenten! Was machst du denn hier bei der Show? Naja, man hat mir einen äußerst seltenen Schriftrolle versprochen, wenn, ich wollte einfach nur sehen, wie stark ich geworden bin. Beim Training hilft jedes bisschen. Hä? Du scheinst dir das gut überlegt zu haben. Du bist ja mehr auf Zack, als ich gedacht hätte. Er ist ja so leichtgläubig. Unsere Wettkämpfer haben das Vogelgeplänke beendet. Und damit kann der Wettkampf beginnen. Wer weiß schon, wie wild dieser Kampf noch werden wird. Seht also zu und genießt. Jetzt komme ich, Tenten. Ich halte mich nicht zurück, also sei besser bereit. Das wollte ich gerade sagen. Der extreme Ninja-Kampf beginnt! Naruto, mit mir am Beginn? Yep. Lass knattern, Alter. Bist du bereit? Ja. Naruto vs. Tenten. Fuchs vs. Panda. Kann man so mit Gewissheit sagen, würde ich jetzt behaupten. Tja. Tenten kommt irgendwie voll selten in der Serie vor. Finde ich eigentlich sehr schade. Angriffen mit 10 Treffern in Folge gibt nochmal mal 2 Urban. Ich hasse Tenten. Als Nahkampf-Ninja hast du da keine Chance mit. Bam! Komm schon, 10 Treffer. So, da haben wir es doch schon. Es gibt uns nochmal Obsahn dazu. Rasengan, boom! Und nochmal dazu. Sie ist halt ein Distanz-Ninja. Halt still! Es gibt's doch nicht! Bleib stehen, du blödes, dreckiges Mistvieh, Sausack, Preis! Du entkommst mir nicht mehr, du mieses. Ich hab gesagt, du entkommst mir nicht mehr! Ich werde jeden Hokage übertreffen, du wirst schon sehen! Pow! Erreicht! Bonusvergabe. Alter Schwede. Es war kein leichter Kampf. 138. 83, 61, 3215. Gewonnen SP? 4822. Ninja-Infokarte Nummer 28. 650.000 Stummpunkte erreicht. Ninja-Infokarte erhalten. Cheer! 19. Distanzkämpfe, da haben wir sie ja gerade. Distanzkämpfer sind echt am schlimmsten, Alter. Die können so schnell ausweichen und halten dich so extrem auf Distanz. Du hast kaum Chancen, Alter. Hoppala, hoppala. Entschuldigung. Oh. Puh. Und damit ist dieser Kampf zu Ende. Hervorragend. Das war echt leidenschaftlicher Kampfgeist. Fantastisch. Ninja sind spitze. Die haben sich so schnell bewegt, dass ich nichts erkennen konnte. Aber sie waren auf jeden Fall cool. Haha. Da habe ich selbst auch gekonnt. Das habe ich auch mal gekonnt. Weißt du? Da die Atmosphäre jetzt so schön aufgeheizt ist, da kann ich bestimmt bekommen, was mir versprochen wurde. Tenten? Es ist zu schade und ich stehe immer noch voll unter Dampf, aber das war's für heute, Leute. Passt auf den Weg nach Hause auf euch auf, Leute, und beehrt uns bald wieder. Wahnsinn, das war toll.